bin Tim Spiering, ich leite das Kunststoff 3D-Druckzentrum hier bei Audi in Ingolstadt. Angesiedelt sind wir im Vorseriencenter und speziell im Modellbau und liefern halt klassisch für Modellbauumfänge, für Rapid Prototyping, Bauteile im Kunststoff 3D-Druck. Das Wichtigste ist uns, dass wir wirklich möglichst realitätsgetreu nachstellen können, wie sieht ein Auto in der Zukunft aus. Hier haben wir jetzt ein neues Anwendungsgebiet für den 3D-Druck zusammen mit Stratasys erschließen können. Schlicht und ergreifend mit der neuen Anlagentechnik der neuen J750. Die J750 ist wohl der vielfältigste Drucker aller Zeiten. Die PolyJet Multimaterialtechnologie ermöglicht uns, bis zu 6 Farben gleichzeitig zu drucken. Der große Vorteil für Audi liegt hier im direkten Druck von Deckgläsern. Hier kann ich nämlich in Rot und Transparenz die Rücklichter in einem Stück erzeugen. Genau den präzisen RGB-Wert zu treffen in einem transparenten Deckglas, das ist komplett neu für uns. Also wir waren vorher gar nicht in der Lage, wirklich transparente Bauteile zu drucken in der Farbe, die wir wirklich brauchen. Mit der J750 kann ich einfach mehrere Deckgläser gleichzeitig auf der Plattform drucken und am nächsten Tag habe ich schon das Ergebnis und kann entscheiden, welche Variante die beste ist. Vivid Colors ist das neueste Update auf unserer J750. Dies entstand in enger Zusammenarbeit mit Audi. Dieses Update der Grundmaterialien erweitert den Farbraum auf bis zu 500.000 Farben. Mit dem gesamten Markt ist mir nichts bekannt, was uns so eine schöne, detailgetreue Darstellung liefert. Und deswegen setzen wir an der Stelle auch auf die J750 von Stratasys. Die J750 ist überall dort besonders geeignet, wo es um höchste Präzision geht. Vollfarbige Bauteile in Kombination mit transparenten Bereichen oder sogar flexible Oberflächen sind möglich. Also wir erwarten wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil durch den Einsatz der J750 von 50%. Stratasys kommt mit neuen Ideen, mit neuen Ansätzen auf uns zu, nimmt unsere Anforderungen auf, sodass wir tatsächlich neue Anwendungsgebiete für den 3D-Druck erschließen können. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die die Maschine liefert. Wir werden schneller und wir werden günstiger.